Goodie, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Evil Genius 2. Wir sind wieder am Start und werden uns natürlich weiterhin um die ganzen Dinge kümmern, die hier noch laufen. Unter anderem gerade die Forschung, sodass Emma noch ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommt. Und da kommen schon die nächsten Entwickler, ja. Die Entwickler von Evil Genius 2 sind jetzt gerade bei mir hier unterwegs. Nein, natürlich die nächsten Ermittler. Und ich hoffe, dass sie jetzt endlich mal in die Fallen reinlaufen. Ihr Können wird jetzt gerade hier vorne noch so ein bisschen unterbrochen. Das ist schon mal gut. Sodass sie vielleicht nicht alle Fallen entschärfen. Das wäre schön. Ich brauche unbedingt Ermittler, die richtig doof sind. Die keinerlei Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich tun. Und am besten wäre es hier auch noch irgendwas mit hinzustellen, was das Können reduziert. Ah, so ist gut. Lauft, meine Lieben. Lauft. Ja, Blubberblasen. Hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich den Rutschboden mit denen kombinieren kann. Vielleicht sollte ich sie rutschen lassen. Und dann im Anschluss noch was anderes zu machen. Er macht jetzt erstmal die Tür auf. Und findet nichts. Da muss ich noch irgendwas hinstellen. Keiner löst die Falle aus? Was soll das denn? Einer ist tot. Hä? Ich muss das anders machen. Vielleicht sollte ich das genau umgekehrt machen, dass sie über den Ventilator rüberlaufen, aber dann ist die Gefahr groß, dass sie den natürlich... Wir machen es anders. Wartet mal. Da fällt mir noch was ein. Keine Sorge. Ich könnte das Haifischbecken hier mit hin platzieren, die Laserwand dorthin und den Ventilator dort. Oder hier den Ventilator. Aber dann könnte ich da die Laserwand nicht hinpacken. Boah, ist alles nicht so einfach, will ich mal sagen. Sind die jetzt eigentlich weitergekommen? Sind die schon durch? Nee. Doch, na klar. Oh, 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 oh. Ich brauche hier mal jemanden, bitte. Ja, ich habe zu wenig Fallen mit hingestellt. Die sind nicht alle gestorben. Not a problem. Ja, Eli, du kümmerst dich mal bitte drum. Genau, dafür habe ich dich bezahlt. Vollkommen richtig. So, der letzte. Gut gemacht. Ja, Eli, wir müssen uns am Ende überlegen, ob wir Eli behalten wollen oder Yubai, denn wir haben sehr viele Lila, ne, die auf uns zukommen und die wir danach nachher auch behalten wollen. Ach, verdammt. Ich muss mir hier noch irgendwas überlegen. Oder ich mache den Bienengang hier vorne mit hin. Aber wie? Erstmal muss ich mir das hier überlegen, wie ich damit zurande komme. Wie kann ich denn... Pause. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass dieses Teil mit dem da kombiniert wird? Ich könnte sie höchstens reinrutschen lassen. Aber die fallen dann doch bloß hin. Oder? Eigentlich ja schon. Ja, du musst dich erstmal kurz dorthin setzen. Dann machen wir das nämlich so rum. Dann machen wir es andersrum. Außerdem stellen wir die Bienenwand. Die müssen ja reingeboxt werden. Die stellen wir... Passt wieder nicht. Das kann man weg. Dort mit hin. Die müssen reingeboxt werden. Das heißt, theoretisch müssten die von hier aus reingeboxt werden. Denn so bringt das nichts. Definitiv nicht. Kann das auch so nicht machen. Ah, ist doch zum Heulen, ist das. Weiß auch nicht, ob die sowieso reinboxen oder nicht. Ich nehme das jetzt erstmal weg hier. Das kann auch hier vorne stehen. So, pass auf. Dann machen wir das nämlich so. Dann nehmen wir die Seifenblasenkanone auch noch weg. Stellen das dort mit hin
und nehmen die Boxhandschuhe und packen die da nicht mit hin, weil es nicht funktioniert. Warte. So, jetzt. Die werden garantiert dann dort reingeboxt in die Bienen. Das muss klappen. Wenn das nicht klappt, dann bin ich langsam traurig. Ich weiß auch nicht, wie rum das funktionieren soll. Ob sie erst in die Bienen laufen und dann geboxt werden. Vielleicht ist es hier ja genau so, dass das andersrum gedacht ist. Und hier muss ich mir auch noch was überlegen. Ich werde wahrscheinlich den Riesenventilator austauschen gegen das Haifischbecken. Bewegen. So. Okay. Alles umgebaut. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Blasenpuster und Rutschboden. Boxhandschuhe und Bienen. Riesenventilator mit Flammenwerfer muss auch noch sein. Das kann ich hier hinten jetzt hinbauen. Das ist kein Problem. Dann nehme ich das hier alles weg. Ich glaube, gefroren brauche ich niemanden. Ne? Oh, doch. Einen gefrorenen Agenten im Haifischbecken. Das heißt, ich muss dann später die Laserwand austauschen und da Gefrierstrahler hinsetzen. Okay. Gut, trotzdem kann ich den hier erstmal wegbewegen. Bumper brauche ich nicht mehr. Verkaufen, 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 verkaufen. So, und dann Riesenventilator bewegen. Den drehen wir einmal um. Und brauchen dann den Flammenwerfer. Haben wir den schon? Eigentlich müssten wir den schon haben, ne? Da ist er. Was ist denn hier noch? So. Eins muss klappen. In einen müssen sie reinlaufen, ansonsten haben wir echt Probleme. Oh, da kommen sie schon. Herzlich willkommen. A trap has been triggered. Die sind wieder zu intelligent. Die haben schon wieder zu viel Können. Boah! Die haben einfach alles ausgeschaltet. Okay. Vielleicht muss ich hier noch irgendwo eine Tür einrichten und sagen, bitte diesen Gang dann dementsprechend beschützen, falls doch mal irgendjemand reinkommt mit der Kamera und allem drum und dran. Yubai, du kommst mal kurz her. Zusammen mit Eli. You hate to see me go, but you love to watch me. I need that intruder found and executed now. Locate and kill that intruder immediately. Sind sie denn? Yeah, on my way. What? As you wish. Wo bleibt ihr? Da seid ihr. Hi. What do you mean? You got it. They don't stand a chance. Genau, mach sie fertig. Okay, ich brauche dumme Ermittler. Ich brauche richtig dumme Ermittler. So, und Boxhandschuhe. Wenn das so ist, dass die dank den Bienen durch die Gegend laufen, könnte ich hier unten ebenfalls noch Boxhandschuhe mit hinsetzen. Vielleicht bringt es den gewünschten Erfolg. Ein ewiges Hin und Her, aber ich will das erreichen. Das werden wir später nicht machen. Wenn wir jetzt mit dem roten Ivan oder so spielen, ist das ja was ganz anderes nachher. Okay, das steht. Dann müssen wir uns um das nächste kümmern. Riesenventilator, Laserwand, Haifischbecken, Riesenventilator mit Flammenwerfer, Blasenpuster. Achso, wir sind mit allem durch. Gefrorener Agent im Haifischbecken ist noch wichtig. Das heißt, wir brauchen das Teil. Da wird er schon mal gegen den Flammenwerfer gepustet.
Your scientists have made a breakthrough. Ich war schon immer besser? Ach so, ach guck mal, weil wir für Emma alles erforscht haben, haben wir ein Achievement bekommen. Ich war schon immer besser. Cool. Schergen brauchen wir nichts mehr fertig machen. Jetzt könnten wir den Mega-Safe fertig machen. Konstruktionslager, Karaoke-Maschine. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Dann ist das schon mal weg. Dann müssen wir uns weiter um die Fallen kümmern. Also, wir brauchen einen Riesenventilator. Riesenventilator. Und ein Haifischbecken. Das heißt, du bewegst dich mal dorthin. Gegenstände, Haifischbecken hier mit hin. So, und den Riesenventilator. Wo ist der? Da. Okay, das müsste reichen, vorausgesetzt, die kommen überhaupt so weit, aber später können wir ja die Fallen auch abbauen, das ist ja kein Problem. Was ist mit euch los? Ihr seid noch nicht abgelenkt genug. Ich brauche unbedingt viel mehr Dinge, die können reduzieren. Jetzt brauche ich Dinge, die können reduzieren. Vorher war mir das völlig egal. Ich glaube, die hier machen das, ne? Wer reduziert das können, genau. So, schön das Können reduzieren. Buchmacher reduziert auch das Können. Muss am Buchmacher irgendjemand stehen von uns? Ja, muss. Okay, das heißt, ich brauche auch wieder mehr Diener. 25 sollten reichen, um das alles hier zu bedienen. Ey, diese ganze Fallenstrecke, das ist Wahnsinn, dass die überhaupt so weit kommen können. So, dann brauche ich am besten eigentlich so einen Wachposten. Dann stehen hier zwei Leute und dann ist gut. Und wir sollten das auf jeden Fall grün machen, falls wir hier jemanden sehen, bestätigen. Okay, gut. Das steht soweit. Hier können sie jetzt durchlaufen. Alles ist gut. Ui. Gar nicht so einfach, will ich mal sagen. Okay, und wir können uns nebenbei schon mal um den einen oder anderen Handlanger kümmern, den wir loswerden wollen. Unter anderem um Iris. Iris, du kommst mal bitte mit nach hinten hier rein. Emma kommt hier rein. Und Yubai kommt hier rein. Und das speichere ich mir jetzt. Spielstand speichern. What now? This one is useless to me. A scheme has succeeded. Wow! A henchman has died. Okay. Wir haben ein Achievement bekommen. Richte einen loyalen Handlanger hin. Und jetzt können wir Fugukawa einstellen. Bevor ich das allerdings mache, kümmern wir uns dann um die anderen, die wir sowieso noch zur Auswahl haben. Es gibt noch zwei Lilane, die wir unbedingt mit reinhaben möchten, die ich unbedingt mit reinhaben möchte. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Oh. Komm, schaltet doch nicht immer alles aus. Das ist doch doof. Ha, Kochen mit Dunstabzugshaube ist durch. Wieder ein Achievement. Ach Mann. Das hier habe ich sowieso noch nicht verstanden, wie das klappen soll mit dem Rutschboden. Vielleicht
Vielleicht brauchen wir dafür den Riesenventilator. Kochen mit Dunstabzugshaube. Riesenventilator mit Flammenwerfer ist durch. Abgestrichen, alles gut. So, die werden schon rausbegleitet. Sehr gut. Wow. Das sah richtig gut aus. Nein, der darf da noch nicht reinfallen. Erstmal müssen sie zu Eis werden. Ich meine, die Chance ist groß, dass wir es so schaffen, ne? Zur Not können wir hier auch noch ein bisschen was so umbauen, denn jetzt haben wir das ja mit dem Flammenwerfer durch. Heißt, hier könnte ich auch noch ein Haifischbecken mit hinmachen. Jetzt steht hier keiner, doch einer. Sehr gut. Ihr habt sie gut aufgehalten. Sie haben nur wenig Verdacht geschöpft. Ich glaube, das klappt ganz gut aktuell. Okay. Oi, kochen mit Dunstabzugshaube. Habt ihr das gesehen? Da wird mir das Herz ganz warm, sage ich euch. Oje. Verkaufen. Verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt wieder die Eismacher. New research has been completed. Ja, gucke ich gleich. Geht sofort los. Eins nach dem anderen. Und ein Haifischbecken. Gut, nächste Forschung. Wir kommen immer besser voran. Wir sind jetzt schon bei der letzten Forschung mit drin. Alles klappt, alles ist gut. Dann nehmen wir auch gleich kriminelle Netzwerke Stufe 4. Ah, hat geklappt. Stich wie eine Biene. Sehr gut. Boxhandschuhe und Bienen sind auch durch. Macht ruhig so weiter, meine Lieben. Macht ruhig so weiter. Kommt ruhig rein, ist alles gut. Ihr dürft hier rumlaufen. Ich habe meinen Schergen extra gesagt, ihr dürft das. Ja, sehr nice. Okay. Blasenpuster und Rutschboden, das verstehe ich immer noch nicht. Vielleicht brauchen wir dafür wirklich den Riesenventilator. Ich baue mal noch einen. Ja, so nach und nach kriegen wir die Achievements hier sehr gut eingespielt. So, Rutschboden. Das muss an so einer Abzweigung dann aber bitte sein. Haben wir das mit der Laserwand schon? Nee. Riesenventilator, Laserwand und Haifischbecken. Das hat noch nicht geklappt. Ja, weil sie immer den Riesenventilator ausgeschaltet haben, bevor sie überhaupt drüber gelaufen sind. Das ist natürlich doof. Das heißt, hier warten wir noch. Oder man muss die Laserwand hinter das Haifischbecken machen, wenn sie wieder rauskommen, dass sie dann gebrutzelt werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann könnten wir im Prinzip... Ich muss sowieso noch ein bisschen was umstellen, dann kann ich das gleich machen. Ui, also das ist durch. Ich brauche keine Boxhandschuhe mehr. Keine Killerbienen. Killerbienen, die würde ich dann sonst woanders hinstellen. So. Bestätigen. Dann ist das schon mal weg. Wir kommen zum nächsten... Und zwar das mit dem Rutschboden. Das könnten wir noch anders lösen. Ich stelle das erstmal kurz hier drüben mit hin, dass ich jetzt den Riesenventilator anders bauen kann. Was steht denn hier noch?
auch noch Boxhandschuhe, denn die braucht keine mehr. So. Bewegen. Hoffentlich reicht das. Ich bin gespannt. Zur Not muss ich das nochmal andersrum bauen, so wie wir es schon hatten. Diese entspannende Musik dabei, während man hier Fallen baut und die Leute einfach so umbringt, das ist klasse. Das finde ich einfach nur knusper. Oh, Leute, ey. Gut, das steht dann soweit. Jetzt müssen wir uns noch um den Rutschboden. Gefrorener Agent im Haifischbecken. Das wäre hier. Ach, jetzt kommen sie schon wieder. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Die sind nur noch am Umbauen. Ja, toll. Jetzt hätte es geklappt. Der schaltet erstmal einen nach dem anderen aus. Und fällt rein. Ja. Ist das nervig. Ja, selber schuld. Lasst euch doch einfach mal erwischen. Dann wäre so vieles so viel einfacher. Das Haifischbecken erwischt die andauernd. Dabei soll ausgerechnet das jetzt nicht funktionieren. Aber ich glaube, das hier funktioniert auch im Moment noch nicht. Er wird schon wieder rausbegleitet. Dass deren Können darunter nicht leidet. Wir haben alle keine Lebenspunkte mehr, wurden alle vom Hai gefressen. Ja, gehen Sie mal bitte raus. Ihr könnt ruhig Fotos machen, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst ja auch noch irgendwie wieder rauskommen. Aber es ärgert mich trotzdem. Diese ganze Situation hier ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir haben genug gespielt. Wir hoffen einfach, dass das beim nächsten Mal dann alles irgendwie klappt und gehen dann jetzt auch in die nächsten Aufgaben über. Das heißt, wir kümmern uns in der nächsten Folge um die Unterweltbosse. Wir haben jetzt genügend Ermittler gequält. Das reicht fürs Erste. Ich freue mich schon auf den nächsten Part. Bis gleich.